Ja, liebe Leute, wir sind hier an der Fahrradstation, an den Shoppingarkaden. Hier sind 6 Boxen aufgestellt worden Anfang der Woche und wir wollen jetzt mal testen, wie das funktioniert. Als erstes muss man hier zur Mobilstation und dazu braucht man entweder einen RFID-Chip oder einen QR-Code oder man kann eine TAN eingeben. Vorher muss man sich allerdings anmelden, hier bei Radbox NRW. Wenn man hier so sieht, wie viel hier aufgedruckt worden ist, dann muss ich sagen, das ist schon sehr unübersichtlich. Das kenne ich aus anderen Ländern besser. Da gibt es also 3 Punkte und dann kann man loslegen. Ein Schwachpunkt ist auch noch, man kann überhaupt nicht mit Bar zahlen. Und Bildschirm ist auch kein Touchbildschirm, sondern man muss hier über so ein Bedienfeld rangehen. Also das sind so leichte Mängel oder leichte Abzüge in der B-Note. Am Anfang muss man sich erst mal online anmelden, damit das System auch natürlich das Geld abbuchen kann. Das ist auch noch ein Mangel. Hier steht nirgendwo, was das kostet. Das sollte man also eigentlich schon vorher wissen. Man findet es allerdings auf der Webseite. Am besten scannt man dann erstmal hier einen QR-Code ein. Dann soll man zu einer App kommen. Ja, und wenn man dann auf der angeblichen App angekommen ist, die gar keine App ist, sondern nur eine Webseite, die auch noch nicht so toll gemacht ist, dann hat man erstmal Probleme, weil man scrollt runter und hat hier Buttons wie Stellplatz finden oder anmelden, aber die funktionieren alle nicht, denn die eigentliche Anmeldung verbirgt sich hier oben unter Anmeldung. Das ist ein Button, der aber als Button gar nicht gekennzeichnet ist. Nichtsdestotrotz versuchen wir es jetzt mal und da kommt schon das nächste Problem. Man muss jetzt einen Stellplatz auswählen und das System erkennt, weil es eben keine native App ist, sondern nur eine Webseite, nicht, wo man genau steht. Und da muss man erstmal zoomen, Bocholt, und muss man auch wissen, dass man hier an den Shoppingarkaden steht, weil sonst findet man das ganze System nicht. Also das ist recht schwach, weil wenn ich heute als E-Autofahrer an irgendeine Ladesäule komme, dann erkennt das System sofort, wo ich stehe und zeigt mir diese Ladesäule auch an. Hier muss ich sie gesondert aussuchen. Dann kommt man halt hier zu dem Stellplatz und kann den jetzt buchen. Dazu muss man sich anmelden und seine Kontodaten hinterlegen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Hier sieht man dann übrigens auch die Preisliste. 6 Stunden 70 Cent, 12 Stunden 1,30 Euro. Ich finde, das ist super. Das ist ein super Preis. Da kann man nicht meckern. Ich habe mich jetzt schon vorher angemeldet, damit es ein bisschen schneller geht. Ich will jetzt hoffen, dass das klappt. So, ich habe jetzt hier einen Standort und dann gehe ich da mal rein und sage jetzt buchen. Und dann sieht man, okay, Mietdauer, die kann ich jetzt hier noch verändern. Soweit die Theorie. Ja, hier kann ich die Mietdauer verändern. Wir wollen jetzt aber erstmal nur 6 Stunden nehmen, weil mehr brauchen wir nicht. Hier sehe ich die Boxen, wie viel jetzt noch frei sind. Wir nehmen mal Box 2 und gehen weiter. Jetzt könnte ich Anlage für einen Rabattcode, habe ich nicht. Ich stimme den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und sage weiter. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. So, nachdem wir also erstmal den Umweg gegangen sind über die Buchungsnummer, man kann hier verschiedene Sachen eingeben. Eine Chipkarte habe ich nicht, QR-Code lesen funktioniert nicht. Muss man die TAN eingeben, die findet man dann unter Buchung. Finde ich extrem kompliziert alles. Das sollte auch anders gehen. Aber gut, ich gebe jetzt mal die PIN ein, 113. Oder nicht die PIN, sondern die TAN, 149. Und bestätige. Platz 2 wurde geöffnet. Ja, die Tür ist schon von allein offen gegangen. Wir sehen hier eine Einführungsschiene. Die ist wohl nicht herausziehbar. Das heißt, ich werde da gleich wohl reinklettern müssen. Vorteilhaft, hier gibt es einen Stecker für das Aufladen. Wenn man seinen Akku aufladen will und ein E-Bike hat, so wie ich, schiebt das jetzt mal rein. Da offenbart sich schon so. Ja, das funktioniert, aber man muss eigentlich noch ein bisschen hier rein. Also da wäre es schöner, und so kenne ich das auch aus dem Ausland, wenn die Schiene ausziehbar wäre und man das Fahrrad draufstellen, abschließen könnte und nicht da jetzt noch mal reinkriechen muss. Ich schließe das jetzt sicherheitshalber noch mal ab. Ladestation benutze ich nicht. Und ja, da müsste man ja eigentlich das Ding nur zumachen, oder? Sitz passt unter Luft. Insgesamt, Fazit,
ein super System, auch preisgünstig, also dass man hier seine Fahrräder, und die Fahrräder sind ja heute schon relativ teuer alle, auch sicher abstellen kann. In der Bedienung gibt es aber klare Mängel. Das könnte wesentlich leichter sein, das kenne ich auch aus Holland, wesentlich einfacher und wesentlich intuitiver. Die App ist gar keine App, insofern muss man da noch nachbessern. Aber insgesamt muss ich sagen, wird sich das auf Dauer, glaube ich, durchsetzen, dass man dort abschließbare Systeme hat. An der Liebfrauenkirche gibt es noch ein System, das ist aber nicht mit Radboxen, sondern im Grunde genommen mit einem geschlossenen Bereich. Ob es da einfach geht, weiß ich nicht. Preise sind in Ordnung oder auch super. Nutzen Sie es einfach mal.